Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge Factorio Warptorio mit Opa Zockt und Illyria. Moin moin, ich grüße euch. Ich nicht. Ich Nee. will heute nicht. Ich will den Urlaub beantragen. Ja, Abgelehnt. genau. Warte. Um Urlaub zu bekommen, ist es überhaupt erstmal anfangen zu arbeiten. Also. Auf Arbeit arbeite ich auch nie, kriege Geld und Urlaub. Weil die das nicht merken, du erscheinst da wenigstens. Also manchmal. Vielleicht zählt ja genau das, dass er nur erscheint. Die müssen. Nee, ich warte mal, ich nehme jetzt erstmal das Nest hier. Massenproduktion. Was für eine Massenproduktion? Achievement. Okay. Die tricksen Illyria jetzt gerade voll aus und laufen einmal unten rum und greifen von der anderen Seite an oder so. Oh, doch nicht. Die sind zu dumm. Auch gut. Och, ich begrüße manchmal die Dummnis. Dummnis, ist das überhaupt ein Wort? Nö. Dominiert. Die Dummheit, so. Ach, Herr Opa, und übrigens so viel zu, da von oben kann nichts mehr kommen. Ja. Juri wollte auch so selten Radare, obwohl ich ihm so viel gegeben habe. Ich baue da Radare, wo ich Außenposten baue. Du brauchst überall Radare einfach. Überall. Ja, komm her. Okay, das ist ein bisschen eng gebaut. Ach komm, lauf mal da mal nochmal hoch. Ach so, ich hätte ein Auto bauen können, ne? Oder sollen, wollen, wollten, müssen. Bin. Gibt es für Warptorio noch eine Erweiterung, dass es ein bisschen schwieriger wird? Ist die Opa schon zu langsam langweilig? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, guck doch mal bei mir hier hin. Warte, ich suche mal ganz kurz ein Nest. Oh, guck mal hier. Das ist doch ein schönes Nest hier oben, oder? Markier mal. Da. Ja. Ja. Hätten uns da so dermaßen die Eier abgerannt. Und so stellt sich einfach hier mitten rein. Wartet kurz. Puff, Nest ist weg. Warum müssen wir nur warten, bis hier die BMOs kommen? Dann hast du deinen Spaß. Ja, wo sind die? Ja, keine Ahnung. Müsst ihr auch mal gern, wo die bleiben. Ich meine, eigentlich will ich mich ja nicht beschweren. Ich finde es gerade, ja. Oh, Kiste. Was ist da drin? Das lohnt sich ja gar nicht. Ah, oh, das Nest hier sieht auch gut aus. Ja, guck mal her hier. Hallöchen. Und Ja, gleich das irgendwann auf einmal Level. puff tot. Oh, Dann heißt es Level up. ups. Dann sagt er ups. Nö, mein Schild wurde noch nicht mal angekratzt. Schade. Oh, guck mal. Oh, so viele blaue Viecher hier. Das muss doch was bringen hier. Nö. Auch nicht. Wie weit geht die Pluschen jetzt noch? Guck mal, die hauen schnell ab. Das bleibt hier. Hallo. Du bist jetzt relativ am Rand der Pollution, musst jetzt nur noch nach links eigentlich. Nach links. Okay. Ah, mein Nachtsichtgerät springt ab. Oder aus. Oh, das Nest hier sieht auch gut aus. Hast du schon Fusionsgenerator erforscht, dass man den bauen kann? Für was? Für die Taschenenergie. Also meine Energie kratzt das überhaupt nicht, wenn ich jetzt hier durchlaufe. Und ich habe sechs Laserverteidigungen drin. Okay. Du weißt auch, wie sie schon den Kampfanzug MK2.
Jo. Was meinst du, wo unsere ganzen Ressourcen immer hinfliegen? Jetzt den habe ich aber schon seit Folge 80 oder so. So, ist jetzt hier vorbei. Ja, hier ist eigentlich alles. Ja, noch ein Ticken halt nach oben und nach rechts eigentlich. So noch eine kleine Ecke halt, aber es geht. So eine kleine Ecke nach oben und eine kleine Ecke. Erstmal Wald wegholzen. Ich weiß nicht, ob das hier oben noch steht. Bei dir. Das scheint so danach auszusehen. Müssten aber sowieso nur Würmer sein. Aber die XP nimmt man ja natürlich dankend mit und den sicheren Tod oder so ähnlich. Ach so, stimmt, ich bin ja Level 31. Mache ich Movement Speed auf 8? Mache ich Movement Speed auf 8. Und jetzt halt noch irgendwo, theoretisch kann da noch irgendwo was sein. Da ist auch noch. Ja, ich muss mal ganz kurz meine Roboters hier einsammeln. Roboters. Aber guck mal, hier wäre auch mal wieder Öl. Falls wir mal was. Verdammt. Oh, das ist aber auch ein nettes Eisenfeld hier. Oh, guck mal, das ist doch mal ein Nest hier für meine Laserverteidigung. Markier? Ja. Er ist schon weg. Okay. Da wäre es theoretisch gewesen, aber da ist jetzt auch schon wieder ja. Durchstürmen. Okay, das Nest hat tatsächlich mal meine Batterie um 3% angekratzt. Ich musste mal 3% Energieladung wegmachen. Also nehme ich das Nest ja auch gleich mit. So, das hätten wir auch schon mal. Oh, warte mal, das Ölfeld hier, das sieht doch interessant aus. Oh ne, 2400, das sah größer aus, als es eigentlich ist. Motoren, ich habe noch einen Zug. Also ich sage mal so, hier können wir, glaube ich, noch eine ziemlich lange Zeit bleiben. Ja, ist das so gut aufgeräumt, das würde ich auch mal sagen. Ja, auch was die Ressourcen betrifft. Ja, 17 Millionen Kupferfeld. Nein, ich habe keine Radare dabei, um mich nach Hause zu teleportieren. Na, dann muss ich laufen. Dann muss er halt mal laufen. Warte, ich mach mal die B- und die S-Taste. Klemme ich mal ganz kurz fest, damit ich was trinken kann. Ach, das kommt nicht drüber. Wie viele Angriffe kommen tendenziell von unten rein? Ziemlich wenig bisher. Also brauchen wir uns da auch nicht zu kümmern. Also hast du irgendwann so sauber gemacht, dass wir nicht einmal mehr Stabilizer brauchen? Nö. Ja, sehr gut. Alles ist jetzt im Umkreis unserer Pollution, zumindest im Norden. Und so ist alles komplett weg. Alle Nester sind weg. Eigentlich, ja, müsste ich jetzt so, nice. Eigentlich müsste ich jetzt mal so anfangen, hier so lang eine Zugstrecke zu bauen, damit ich mit meinem Kreis fahren kann und mal wieder ein paar Nester wegmachen kann. Mit dem Artilleriewaggon, ne? Nee. Generell ja. Einfach nur lenken fahren kann. Genau, damit ich nicht so viel laufen brauche. Ich übe. Achso, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Was war das? Ein Artillerieschuss. Okay. Ja.
kommt Rundfahrt? Halt momentan eigentlich am meisten, zumindest bei unserer Basis, an von der Ecke. Also irgendwo so da. Ja, dann. Denke ich auch mal. Oder halt gespawnt und irgendwo da schon wieder halt, aber ja. Okay, da ist ein Fehler. Muss ich mit den Gleisen bearbeiten? Gucken wir mal, was können wir denn hier noch so schönes forschen? Das hier sieht doch ganz gut aus. Ach nee, warte, wir hatten Forschen drin gehabt, ne? Ups. Wo ist denn das Problem? Immer noch die blauen. Weil nicht. Hä, warum kommen da so wenig an? Wohl einfach nur zu langsam. Aber es sieht so aus, als ob so langsam, aber sicher unser Steinfeld hier auch so in Richtung Alete geht. Es liegt aber daran, dass ich momentan halt noch Landfill massiv craft und damit man halt mal auch irgendwann was zu machen könnte. Aber es ist jetzt auch irgendwann dann mal voll. Potenziell. Okay, rote Schaltkassen voll. Können wir ja mal hier die Kisten ganz mal aufheben. Unten ist das schon voll. Gut, da staut es sich. Da kommt zu wenig an. Das heißt, du musst jetzt erst hier komplett volllaufen. Aber auch das bekommen wir hin. Obwohl, warte mal. Wir haben noch bestimmt hier oben noch von dem Zeug irgendwas drin. Nicht wirklich. Der Kreis ist fertig. Das funktioniert auch. Ich muss mal die Kohleversorgung an, ob die funktioniert. Das hier sieht jetzt ganz gut aus. Das Kohlefeld ist da schon relativ klein geworden. Was brauchst du nochmal? Du brauchst Plastik. So, Lasertürme 56. Oh, schön. Jede Menge neue Lasertürmchen. Wir müssten mal bei dem Eisenerzfeld die Repair-Kits nachfüllen. Batterien brauche ich neu. Wo ist das Eisenerzfeld? Falsche Taste. Da. Da, ja. Jo, können wir mal schnell rüberlaufen. Wo waren jetzt meine Repair-Kits? Da sind die Repair-Kits. Naja, ich weiß nicht, ob du die Kiste hier gesehen hattest. So, grüne Schaltkreise und Stahl hatten wir ja noch. Bisher noch nicht.
Gut. Jetzt schon. Nein, nicht weniger Schaltkreise, aber egal, machen wir jetzt mal Stahl und Plastik. Hier gibst du nicht mal eine Kiste für Repair-Kits, aber okay. Hier gibt's doch noch nicht mal Roboter. Doch, hier gibt's Roboter. Okay. Jetzt war das fertig gemacht mit der Blaupause für Zentrifugen. Das ist auch in Ordnung. Dann kümmere ich mich um den Bau der Zentrifugen. Die sind schon fertig, die habe ich schon seit Ewigkeiten im Inventar. Okay. Ich glaube, bisher wurden die Repair-Kits immer in die Roboter-Hangare einfach reingepackt. Wunderbar. Jetzt läuft die Covarex-Anreichungsanlage auch. Nö. Da sind jetzt gerade mal 13 Grüne fertig bisher. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da mal überhaupt was anspringt. Ja, deswegen hätte ich das wahrscheinlich so gemacht. Ich hätte. Achso, hast du schon gemacht. Erstmal nur eine Zentrifuge vollstopfen damit. Ja. So ist es geplant. Ich werde aber auch gleich mal die Zentrifugen verdoppeln, die du gebaut hast, für die Verarbeitung von des Uranerzes. Dass das ein bisschen schneller geht. Kannst du die Blaupause schon mal draufsetzen? Dann kümmere ich mich gleich drum. Wunderbar, danke. War ein bisschen versetzt, aber ist egal. Mach's doch besser. Ich hab gesagt, ist egal. Ist doch gut. Mach's doch besser. Mach's besser. Ich meine besser. Ich sag das so. Künstlerische Freiheit. Gibt's hier nicht. Ja, sieht schon besser aus. Dann reiß ich es wieder ab. Laber doch nicht, Mann. Filter Mini Loader, okay. Ich darf keine Blaupause ziehen von deinem Konstrukt? Nö, für was? Bringt doch eh nichts. Warum bringt das nichts? Ja, musst du was bringen. Na gut, dann lasse ich so. Dann versuche ich das einfach aus dem Kopf heraus irgendwie nachzubauen. Das ist eine kleine Anlage. Ach, jetzt sind die Fugas auch schon gebaut. Ja, super. Ja, Crafting Speed 800, ne? Scheiße. Ich habe Crafting Speed jetzt auf 15. 800. Wo siehst du das mit der 800, dass du das 800 Mal hast? Bei den Bonusen. In seiner Imagination sieht er das. Okay. Aber das steht nur für gute Spieler. Abbaurate 600%, Laufgeschwindigkeit 20%. Nö, das steht bei mir gar nicht. Die Herstellungsgeschwindigkeit steht bei mir nicht. Ja, so steht auch nur für gute Spieler, habe ich gerade gesagt. Dann frage ich mich, warum das die angezeigt wird, wenn das nur für gute Spieler ist. Ja, nur wenn man Crafting Speed auf 800 hat. Ah ja, okay. Ja. So, habe ich jetzt das Material gekriegt von Bottis? Habe ich. Oh, dann geht's weiter. Das geht hier. 14 Stück. Da haben sie das hier nochmal die Wahrscheinlichkeit weiter runter gemacht. Ja, haben sie 0,7% nur noch. Nochmal die Schaltkreise. Ich fahre mit dem Uranzug mit. Also kommt gerade ein Zug. Die Zugstrecke, das ist so eine Katastrophe. Aber es funktioniert. Na komm, nimm alles. Wir hätten potenziell ganz vielleicht auch mal Kisten vors Uran setzen sollen. Nee, hat nicht gereicht vom Platz her. Da musst du halt die Zugseiten tauschen oder sowas, aber nö. Es ist relativ unpraktisch so eigentlich, dann kann er nämlich nicht durchfahren so. Was soll er machen? Ja, egal.
Die Kisten oben sind voll. Und zudem solltest du vielleicht mal deinen zwei Robotern das Holz abnehmen oder hier eine Kiste setzen. Dann haben wir vielleicht auch nicht mehr das Lager-Ding-Symbol unten. Guck, ganz einfach. Sieht ganz gut aus, also die Anlage. Aber hier guck mal, wie die ganzen Viecher rechts und links an der Uranbasis vorbeilaufen, nur damit sie die Basis angreifen können. Mhm. Laufen an der Urananlage voran vorbei? Da haben sie gar kein Interesse daran? Nö. Doch, ich habe gerade gesehen, wie ein Zielpfeil auf meine Kraftwerksanlage gezielt hat. Das ist die Kraftwerksanlage, nicht die Urananlage. Stimmt. Die interessieren sich dafür schlicht ergreifend gar nicht. Was passt? Kann man eigentlich das Ding hier zerstören? Das Treppenhaus? Nein. Soweit ich weiß, nicht. Soweit du weißt nicht, okay. Tschüss, Bottis. Schönes Leben. So wie ich das in Erinnerung habe, lässt sich das nicht zerstören. Opa, dir ist bewusst, dass deine Anlage nur so halb funktioniert? Welche? Das hier vorne. Wieso? Mit der Kiste. Die Kiste wird irgendwann das voll sein mit Uran 238 und dann kann auch kein Uran 235? Ja, das ist richtig. Wegkommen? Ja. Bis du die Kiste immer mal leer machst? Normalerweise, wenn das anspringt, sollten wir genug Uran verbraten. Normalerweise, aber du weißt, momentan sieht es nicht danach aus, als ob wir genug Uran erhalten, bis die Kiste voll ist. Das ist wieder was anderes. Ist noch Material drin. Ich brauche ja wohl da übel 40 Stück und wir sind bei 14 und die Kiste ist jetzt. Nö. Dumm. Ja, grob gesagt, so irgendwie so ein bisschen voll. Da habe ich mich geirrt. So gar nicht. Jetzt ist sie ganz leer. Ja. Stimmt. Ja. Abwarten. Wohl eigentlich müsste man normalerweise hier. Obwohl, Produktivität bringt ja eigentlich gar nichts, oder? Dauert nur noch länger. Ja, eigentlich. Also zumindest bringen die einer Produktivität nicht. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt den Effekt auf eine Wahrscheinlichkeitsding so richtig haben. Werden zufälligerweise irgendwo Module hergestellt? Nein. Okay, dann nicht. Warum ist der Roboter gar kaputt? Hat ihn direkt kaputt gemacht. Nö, da war ich gar nicht. Du standest gerade hier und sagst, da warst du, war ich gar nicht. Ich bin da rausgeportet? Ja, also warst du da. Dann bist mit zu viel. Oh. Ja, genau, genau. Zu viel Geschwindigkeit da rausgerannt. Ja. Genau. mit deinem Panzer da hochgekommen. Ja. Bin ich Max? Vielleicht. Max fährt vielleicht mit dem Panzer überall durch, aber doch ich nicht. Hast du einen Beweis dafür, dass du nirgendwo durchfährst mit dem Panzer? Ja. Okay, das ist alles hier voll. Wir haben keinen Strom mehr. Was? Wo? In der Basis, überall. ...3,93. Die Akkumulatoren laden sich auf, aber es wankt. Das heißt, ich brauche mehr Kraftwerke. Ich würde nur schon mal andeuten. In weißer Voraussicht sagen. Ja, ist gut, dass du es gemacht hast, danke. Weil jetzt auch eh erst wieder so 200 Stunden, bis Leo reagiert. Was? Okay, 196 schon war es beim letzten Mal. Was laberst du? Die Wahrheit. Du erzählst solche Lügen, dass du selbst schon hier, dass du das schon als Wahrheit wahrnimmst. Nö, ne, wieso? Das letzte Mal können wir gerne in die Aufnahme nochmal reingucken. Nein! Hat 196 Stunden gebraucht, bis du die Anlage gebaut hast. Stimmt doch gar nicht. Wollen wir reingucken? Ja. Ich war anderweitig beschäftigt. Ach. Auf einmal.
Felix, du sei still! Ich hab sehr viel gemacht. Ich hab Schallkreise alle fertig gebaut. Ich hab Fließbänder alle automatisiert. Du bist ja auch routiniert. Du zockst jeden Tag mit Opa Factorio. Du bist routiniert. Das stimmt gar nicht. Stimmt wohl. Ich brauche mir nur eure Projektliste anzuschauen. Ja, weil wir einen Tag aufnehmen, dann haben wir schon so 200 Folgen grundgerundet. Aber sicher. Eine Nachtschicht und schon ist ein ganzes Jahr vorproduziert. Grob. Ja. So, was sehen wir noch? Ich weiß, sechs Kraftwerke. Aber wahrscheinlich wird auch der Wasserdruck nicht mehr ausreichen. Ach, dammit. Felix. Nee. Was hast du vor? Was schwebt dir vor? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Alt F4, ganz schnell weg. Er hat so ein nettes Raketensilo jetzt hier oben neben platziert und ich glaube, ich weiß seinen Gedanken, den er jetzt hat. Nein. Mein Gedanke sagt, wir müssen die Produktivität ausnutzen und stützen das Raketensilo in den Keller. Wie das geht? Ich glaube ja. Dann steht man oben auf einmal kurz so eine Rakete durch den Boden geflogen. Ich glaube nicht einmal das wird passieren. Weil Factorio beachtet das nicht. Dammit! So gesehen lässt sich Factorio verarschen. Okay, Wasserdruck scheint nicht mehr auszureichen. Gut, wollen eine Wasserleitung. Okay, da muss halt das eine Labor da verschwinden. So, Raketentreibstoff. Oh, warte mal. So, Felix, ich fange an, was zu bauen und du baust dann das nächste Produkt, okay? Wir wechseln jetzt ab. Jetzt ist die Frage, welches Produkt klaust du von welchem Fließband? Kannst du mal woanders hingehen? War klar. Ja, ich hole mir eine Wasserleitung. Du bist dran. A Pimpchen, please. Eine Pimpche? Okay, das lassen wir, glaube ich, doch lieber. Du weißt, was wir dafür noch für Ressourcen brauchen. Was? Die netten Prozessoreinheiten, die hier in Massen vorbeifliegen, brauchen wir dafür. Und dann brauchen wir noch die anderen beiden Schaltkreise. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns ein. Wie sind diese Steine drin? Oh, echt jetzt? Frage? Nicht mich fragen, ich weiß es nicht. Hast du klagen, musste Felix fragen. Warum mich? Nein. Weil es immer du bist. Okay. Ja, siehst du. Damit hat er gerade zugegeben, dass er nichts macht. Auch. Ja. Wo kommt die ganze Energie her? Vom Nichtstun? Ja. Und die ganze Kohle, die fast ausgegangen wäre? Welche Energie? Vor allem die Energie. Alter. Das hat 85 Folgen Energie gemacht. Okay. Wird richtige Arschkrampen. Dafür werde ich bezahlt. Das ist normal, ja. Moment mal, du wirst bezahlt? Natürlich ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Lappen. Meinst du, weil der Privatschutz ja gesagt? Lappen nimmt Geld dafür. Opas kauft sich den Sklaven. Sklaven werden verkauft und nicht. Genau. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier Raketentreibstoff und das andere Zeug, Raketensteuereinheiten. Ja, für die Raketensteuereinheiten brauchen wir alle drei Schaltkreise. Nö, ein Schaltkreis. Ja, und die Geschwindigkeitsmodule 1 baust du aus Rot und Grün. Deshalb alle drei Schaltkreise. So, hier guck mal, ich habe hier schon schöne Raketensteuereinheiten. Ach du Heilige. Seit wann war ein Raketentreibstoff denn so?
Vielleicht es Opas gibt. Oh. Ja, Festbrennstoff aus Schwefel. Nicht Schwefel, Alkangas. Eine andere Option haben wir gar nicht. So wirklich. Der einzige Vorteil ist, dass wir momentan Leichtöl übrig haben in unserer tollen Anlage oben. Oh, manchmal. Teilweise auch Schweröl. Ja, das liegt daran, weil der Alkan. Nee, ist nicht voll. Leichtöl ist voll. Ja. Also zu langsam der Verbrauch. So, Wasser dürfte wieder ausreichen. So. Okay, ich sehe gerade, Energieausbau reicht immer noch nicht. Interessant. So, aus Alkangas wollten wir jetzt was machen? Festbrennstoff. Festbrennstoff, dann machen wir mal Festbrennstoff hier schon mal. Klick. Ja, kannst du mal sehen, wie viel ich dir aus dem Inventar genommen habe. Ach, das hast du aus meinem Inventar genommen. Ja, natürlich. Ich dachte, du craftest so viel. Nein. Opa craftet nicht, Opa nimmt sich. Ich hatte aber keine Rohre, deshalb hat er sich Ressourcen, glaube ich, rausgenommen. Richtig. Okay. So, Festbrennstoff. Ja, und jetzt brauchen wir dann noch das ganz sympathische Leichtöl. Energie reicht nicht, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das reicht nicht. Opa braucht Kunststoff anscheinend. Wir sind noch eine Energie aus dem Posten bauen. Oh, wie viel hat er? Braucht er für 56 Felix? Dampfmaschinen, 28 Kessel? Felix? Nee, ich stehe dir jetzt erstmal im Weg, solange wir keinen Strom haben. Ja, ich hab dir rechtzeitig Bescheid gesagt. Ich bin am Ausbauen wie blöde und die Energie reicht nicht. Okay, ich glaube, wir dürfen jetzt anfangen, irgendwo zu verteidigen. Das war das Eisenfeld. Das war das Eisenfeld, ja. Was wollten wir jetzt hier bauen? Raketentreibstoff. Mit einer Rakete. In der Montagemaschine baust du Raketentreibstoff. Okay. Wenn diese verdammte Kovarex-Anlage mal langsam endlich anspringen würde, weil die braucht 40 Uran-35er, das gibt's doch noch nicht. Das ist Wahnsinn. Wir fahren direkt in die Hölle. Auch. Ja, du, dich schicken wir doch in die Hölle, wenn du nicht mal langsam Strom ausbaust hier. Eine Aufgabe. Du bist doch schon längst in der Hölle. Nee, ich bin es, weil ich bei euch bin. So, was brauche ich jetzt mal für die Kraftwerke? Jede Menge Eisen. Eisen und nochmals Eisen. So, 46 Dampfmaschinen, Zahnräder, die haben wir doch in der Produktion. So. Okay, Rohre haben wir nicht eine automatische Produktion, aber Zahnräder. Okay. Opa ist zu arm, um einen roten Untergrund zu haben. Aber rote Fließbänder en masse. Oder sind das meine roten Fließbänder? Das sind deine roten Fließbänder. Ja, Leichtöl. Stahl brauche ich. Plastik habe ich genug. Das ist echt unglaublich, der Energieverbrauch. Der ist unglaublich. Nö.
Du bist nur unglaublich faul. Ich sehe gerade, ich bin unglaublich faul. Das sagt der Richtige. Ich laufe jeden Tag durch die, ich laufe hier mehrmals durch die Base und ich sehe keine Veränderungen. Ach so. Okay. Ja. Diese kann ich dir genauso sagen. So, warte mal. Das sind tatsächlich die Montagemaschinen 3, die ganzen Verbrauch haben. 36 Megawatt, nur für die 135 Montagemaschinen. Naja, und dann zwischendurch halt die Lasertürme, die dann mal hochgehen, wenn sie mal geschossen haben. Und dann, wenn die Lasertürme schießen, haben wir das Problem. Dann haben wir zu wenig Strom. Ja, das stimmt. Ich habe Akkumulatoren, die könnte ich hier in der Erdgeschossebene auch welche bauen, um zu puffern. Erstmal gehe ich zum Außenposten hoch und baue da noch eine weitere Kraftwerksanlage, weil hier an der Base die Kraftwerksanlage ist ausgeschöpft. Nee, nicht mich verfolgen. Lass mich in Ruhe. Oh. Hä? Können Aliens despawnen? Opa? Nein. Ich habe aber gerade gesehen, wie Aliens despawned sind. Solltest vielleicht mal die Brille putzen. Das kannst du ja gerne später in meinem Video ansehen. Ach du heilige Woche, Raketentreibstoff hier auch lange zu craften. Mhm. So, dann fehlt uns jetzt Raketensteinheiten. Oh, Kippensprengstoff habe ich vergessen mitzunehmen. Heißt aber auf gut Deutsch einmal alle drei. Ja, setzen wir unten runter nochmal. Ich muss jetzt mal die Anlage in kleiner nehmen. Das passt da so nicht da rein. Allein schon wegen den Klippen. Okay, ich muss nochmal zur Base zurück. Ich brauche Klippensprengstoff. Warte auf mich, Zug. Warte auf mich. Ich will mitkommen. So. Was ist jetzt den Kram hier? Wir brauchen wir jetzt die Einser Speedmodule, ne? Korrekt. Wie viele? Ausreichend, ne? Wie lange brauchen denn die? Ja, das ist so Pi mal Daumen, das hier. Eine Geschwindigkeitsmodulfabrik geht auf zwei Raketensteuereinheiten. Fabriken. Auch Stahl. Okay. Oh, wir haben keinen Stahl mehr. Ja, also, wir haben wieder beim Thema Ruderputzen. Wieso? Da ist so eine kleine Kiste. Doch, das weiß ich schon, aber die Bots bringen nichts, deswegen habe ich gefragt. Nennt man halt Prioritäten setzen. So, die dahin. Oh, das habe ich auch schon mal wieder. Erstmal ein Klippensprengstoff, wie gesagt, aber brauche ich noch Kohle. Essen aus dem Posten. Er hat nun mal auch keine Mauer drum stehen. Nö. Das ist richtig, da fehlt's. So, jetzt brauchen wir. Was brauchen die hier? Grüne und rote. Grün und rot, ja. Durch.
Ja, genau, ihr sprottet genug durch. Ach, Mann, ey. Du da. Du da. Du da. Okay, Klebenspeicher habe ich jetzt mal genug. War klar. Es wäre nicht schlecht, wenn jetzt so langsam, aber sicher. Klatscht die doch zusammen schon. Ich habe leider zu wenig Blaufließbänder für sowas. Welche Seite müssen wir noch? Shit. Oh, nee. Eine Kippe weit und breit. Und wer fährt dagegen? Ich. So, was ist das da? Und dann brauchen wir noch Raketensteuereinheiten, ne? Was brauchen die? Echt jetzt? Felix, guck einfach nicht hin. Kann es sein, dass alle unsere Logistikroboter draufgegangen sind oder so? Das könnte erklären, warum man nicht mehr beliefert wird. Aber ob man meinte ja vorhin so klug, Prioritäten setzen. Ja. Ja, die haben ihre Prioritäten darauf gesetzt, erstmal in Aliens reinzufliegen, um Matsch gemacht zu werden. Ja. Du hattest gehört, dass du doppelt so viele Raketensteuereinheiten wie Einser-Speed-Module bauen kannst, wenn wir genug Ressourcen bei den Speed-Modulen haben? Ja, hat er gehört. So. Könnte man hier super hinsetzen. So, blaue Schaltkreise. An dem wird sowieso im Endeffekt scheitern. Ja. So, jetzt brauchen wir noch einen Bauanzug. Das wird so sein. Echt jetzt? So, mach ich einen Wasseranschluss, dann passt der. Ach, habt ihr noch Pumpen? Egal. Nee, ich mag es nicht, wenn man nicht durchlaufen kann. So. So, theoretisch kann es losgehen. Voraus, jetzt wird ein Strom. Bin gerade beim Aufbau des nächsten Clusters. Das erzählst du auch schon nach 40 Minuten. Stimmt doch gar nicht. Stimmt, 44 Minuten. Alter. Ja. Wenn du jetzt nicht noch vergessen hättest, den Raketentreibstoff anzuschließen, dann würde das funktionieren. Das ist korrekt. Ja. Auch da muss man Prioritäten setzen.
So, jetzt ist ja genau. Viel Spaß übrigens, einen Satelliten zu bauen, ne? Was kostet der? Das willst du gar nicht gucken. Guck bitte nicht nach. Er guckt nach. Er sollte es aber nicht nachgucken, sonst denkt er sich, der will das Wissen doch nicht mehr bauen. Pass auf, ich habe Leichtbruchteile gemacht. Du hast Raketentreibstoff gemacht. Ich habe Raketensteuereinheiten gemacht. Illyria steht nur voll rum, also macht er jetzt die Satelliten. Genau. Ich stehe nur voll rum, ich mach gar nichts. Ja. Und deinen Stromverbrauch machst du. Ich mach Stromverbrauch. Alles ja, klar. Natürlich, immer. Sag mal, was habt ihr Lappen eigentlich gefressen, hä? Oh, schön im Kaffee des Feuer war ich heute. Und Schnitzel satt. Richtig geil. Ich bin vielleicht müde, aber nicht blöd. Die Energie kommt gleich. Auch das erzählst du schon seit 46 Minuten. Ja, laber du mal. Laber du mal. So. Jetzt wird's interessant. Hab die Kraftwerksanlage mal eben verdoppelt. Was? Die haben eine Loot-Chest zerlegt? Was haben die denn daran gefressen? Stand im Weg. So, mal gucken hier. Ach, ein dummes Viehzeug. Oh je. Pollution hat sich mal leicht erweitert. Aber müssen wir nächste Folge mal wieder gucken. Okay, interessant ist gerade, dass ich feststelle, dass die Verdoppelung der Kraftwerksanlage aktuell nicht sehr viel bringt. Nö, reicht nicht. Nicht so wirklich. Nicht wirklich, nein. Auch die Kohle reicht nicht, die hier ankommt. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass zu wenig Strom da ist. Das wird es sein. Gut, so, das passt alles soweit. Machen wir hier quer durch. So, Felix, wie sieht das mit roten Schaltkreisen aus? Noch gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr habt einen Spaß, genau wie wir. Nein. Doch. Wir müssen Spaß machen. Wir sind bei 48 Minuten. Ja und? Die anderen Folgen mal über eine Stunde. Ja, du weißt, dass das unprofessionell ist? Du bist unprofessionell, ja, das wusste ich schon vorher. Hat deine Mutter nie beigebracht, man soll nicht von sich auf andere schieben? Nö. Das war klar. Nö. Nicht bei Opas. Bei Opas garantiert nicht. Nö. So, also, dann gucken wir mal. Das Nest da oben weg, das Nest da oben weg. So, die Kraftwerke laufen auf Anschlag. Kohle reicht aus, die Akkumulatoren laden sich nur dürftig. Ne, die Anlage muss tatsächlich nochmal vergrößert werden. Ja, dann hau mal rein. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wir produzieren bereits. Ja. Mit 112 Dampfmaschinen 101 Megawatt. Hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber ist wohl nicht mehr rauszuholen. Da wollen wir mal gucken. Und ich würde auch mal vielleicht empfehlen, dass wir mal stabilisieren. Mal ein bisschen Ruhe einkehrt, dass die Energie sich erholen kann. Wir sollten so wenig wie möglich stabilisieren, weil die Zeit sich immer wieder verdoppelt, wenn du stabilisierst. Ja, wenn das so ist.
Ja, ich werde nächste Folge mal ein bisschen durch die Pampa laufen und ein paar Sachen. Die Türen müssen außer Betrieb, die müssen entweder fertig gemacht werden, in Ordnung. Oder ich reiß die mal ab und ersetze die gänzlich gegen Lasertürme. So. Zug wartet auf mich! Ja, der nächste Turm weg. Warum nimmt. Ja. Ich frag gar nicht erst. Gut, stimmt, der grüne Schellkreis, das ist schon eine Hausnummer, ne? Mhm. Einfach ignorieren wir das mit den Teilen aussieht, danke. Ein sehr interessantes Konstrukt, danke, ich weiß. Alter, ist das im Ernst? Wie kommst du da jetzt rein? Wo ist der gelaufen? Sondern auf Leck. Ah, na gut. Also ziehst da ganz schön was raus. Also viel mehr können wir unten aus dem Keller gar nicht mehr raussaugen. Dann müssen wir noch mal eine externe Schmelze wohl. Felix, du solltest vielleicht die Geschütztürme, da wo dauernd angegriffen wird, ein bisschen anders platzieren. Dass dass das Feuer besser konzentriert werden kann. Weil die Viecher, die greifen genau explizit nur diesen einzigen Turm an. Mach da so eine Ecke draus, so eine kleine nach innen gehende Ecke. Einfacher gesagt als getan. Man muss auch noch ein paar mehr Dinge einsetzen. Ja, ohne Lasertürme im Inventar ist das super einfach. Ich hab dir schon mal gesagt, geh in den Keller von mir. Da war ich schon mal unten. Das letzte Mal, wo ich unten war, war es leer. Ob es jetzt immer noch leer ist, weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Ich habe letztens mal wieder rausgenommen, aber ich fülle jedes Mal immer wieder nach. Und irgendwie ist jedes Mal, wenn ich nach unten komme, die Kiste leer. Tja, okay. Weil diesmal Stahl fehlt. Dann füll mal bitte Stahl nach. Aber es wird jetzt echt. Ich will eigentlich nicht. Na, also. 12,5 ja. Minuten. Das überstehen jetzt. Wir. Ja, trotzdem. Es wird halt immer knapper dann, ne? Du weißt schon, dass wenn es irgendwann zu haarig wird, dann wirklich nur noch die Flucht nach hinten besteht. Ja, eigentlich habe ich dazu keine Lust. Wenn dann eher die Flucht nach vorne. Ja, oder Flucht nach vorne, auch so ausgedrückt kann man auch. Machen wir halt die Viecher platt. Müssen wir halt nur ein bisschen mehr aufdecken. Ja, nur irgendwann kommt man leider an gewisse Grenzen. Da kannst du jetzt nicht die ganze Welt ausrotten. Kannst du schon. Mit Artillerie und sowas geht das. Oder an der Zugstrecke einmal außenrum die Opa-Volk geschlagen hat. Dann ja. Halt mit Radaren, dass alles aufgedeckt wird, was innen drinne steht, dass halt ja. Nichts drin spawnt und ja, so. Ja, das geht.
Aber Artillerie ist sowieso mal so ein Ding von Opa. Damit er hauptsächlich auch auf uns schießen kann. Oha. Ist er noch nicht auch erwischt? Das heißt, er bestimmt nicht mehr bewegt. Oh, Spielverderber. Ja, meinen Sie, ich bin blöd oder was? Nee. Meinst du, das ist mir nicht egal, ob du da stehst? Nee, darum geht's mir nicht. Ich bin hier am Arbeiten. Ach so. Mir ist völlig klar, dass wir die Anlagen, die gebaut sind, völlig egal sind. Ja, gut. Aber mal auf Feierabend. Na also, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hatten Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.